the power of the dark side. Naja, zumindest ist er schneller steht als ich. Steht er nicht bewässert? Ja, wahrscheinlich, weil hinten das Wasser leer ist. Und nicht. Ja. Der Brunnen ist leer. Was? Wie kann der Brunnen. Seit halt, wann kann ein Brunnen leer gehen? Da ist ein Bronto, da sind zwei Brontos. Bronto sieht ja schön aus. 114. Schlecht. 108. Ja, aber ich glaube, die Leute wollen, die wollen alle keine Prontos, die wollen das Parazier und aus. Das Problem ist halt, ich krieg nicht richtig eine Bewässerung da hinten. Ja. Muss ich jetzt wirklich vom Canyon unten das Zeug hochziehen? Wir haben doch eine Bewässerung oben in der Base. Ja, aber die hat nur 1000 Liter und die sind weg. Was ist mit dem Stego? Die regenerieren sich doch, oder? No. Ja, aber da, hier geht's immer wieder an, aus, an, aus, an, aus. Und die Beete kriegen nicht genug Wasser rein. Ja, well, shit. Wo bist du hingelaufen? Dann bauen halt noch ein paar Tanks dazu, dass ich auf lange Sicht... Hab ich schon, aber die Tanks füllen sich nicht. Wenn nicht, hätte ich gehofft, dass wir hier was finden. Ja gut, ich kenne hier ist in der Nähe ist ein guter Rex-Spot. Da wurde ich ein bisschen weit weg, aber... Das erste Beet ist fast voll. Ja, dann... Ja. Also wie weit? Ich meine, leer gehen tun sie dadurch nicht, wie das aussieht. Ich tue es jetzt einfach mal weiter füllen, zumindest die eine Seite. Und ich vermute mal, dass es sich der dementsprechend verhält, dass es nicht leer gehen sollte, sondern einfach nur niedrig bleibt. Weil es geht ja immer wieder an. Ja, solange bis alle Felder voll sind und dann haben wir auch wieder Wasser im Brunnen. Genau. Ist auch ein guter Base-Spot. Gut, bisschen kleiner, aber ist gut. Oh mein Gott, was für Standbilder. Ich will gerade nur einen normalen Leck. Ich verliere jedes Mal den Berg runter, dann bin ich wieder oben. Wir müssen hier nach unten. Dann wart mal. Ich spring schon mal, ne? Nee, wart mal. Oh, ich wäre fast gesprungen. Ja doch, okay, können wir. Muss das sein? Ja, muss. Ja, wir kommen da vorne direkt wieder hoch, also das ist nicht das Problem. Muss das sein? Ist ein bisschen weit. Oh Gott, schöner Leck. Hallo, hier sind übrigens auch Biberdämme. Ja, hat jemand Fleisch? Okay, bitte hört auf, Chitin bitte aufhören. Gekochtes oder ungekochtes? Ungekochtes. Chitin zu farmen? Ja. Achso, das soll also noch mehr holen? Genug. Damit. Ja. Nur damit. Ah, wo seid ihr da hinten? Ja, Robert hat gerade mega falsch an. Ich muss mal kurz ein bisschen fliegen. Ich dachte, der Vogel. Ja, mein Megalotherus ist nicht da, sonst könnte ich Holzkohle besorgen. Hä? Vielleicht bin ich so nett und bringe euch was mit. Kriegen wir eigentlich den Rex auch voll live? Hochfeeden mit Fleisch oder auf so einen Peilschwein? Sag mal, wer wieder los kann. Ich fahre in der Zeit Bären. So, Saru, die kann man los. Stimmt eigentlich, der regeneriert viel zu lange, sondern er muss voll sein, wenn die Phase beginnt. Ja. Na nix. Ja, hast du die rausgenommen bei mir? Ich hab ja noch. Ja, ich hab mir jetzt 2 Stacks bei dir rausgenommen. Okay, ich komm jetzt. Harry ist fast voll mit seinen 9000. So, wir können los von hier aus. Ja. Ich wüsste, er hätte gern mal den Typen sein Gesicht gesehen, als der Terry aus dem Busch gesprungen kam. Ja, was ich bemerkt habe, als ich ein bisschen privat gespielt habe, die werden teilweise echt, sagen, es kommt ja gar kein Slow-Mo mehr, finde ich schade. Übel heftig? Sehe ich in links. Ja, unterschätzt. Rechts. Ach, egal. Ich sag mal so, ich habe auf einem Server mal einen auf 10.000 Leben und Rest wirklich nur Damage reingehauen. Der hat Rexe in 5 Sekunden umgenietet. Ja. Sind gleich da. Unterschätzt ist eine andere Sache. Jeder weiß, dass Terrys übel sind. Aber kriegst du erstmal soweit. Ich meine, die EP ist jetzt hier nicht das Geilste. Ihr müsst gleich aufpassen, wir kommen gleich Drachen, okay? Ja, dann, ernsthaft? Du bringst uns jetzt noch zu Drachen? Ja. Leck. Es leckt schon die ganze Zeit. Ja. Sollt mir einfach, dann seid ihr halbwegs sicher, hoffe ich.
Ja, das letzte Mal, als ich in der Gegend war, bin ich gestorben. Du bist der Geilste, Alter. Ja, das seid ja halbwegs sicher. Ich würde mir halt sowas von 100%ig, aber... Lass mal das mal so stehen. Wie weit ist das noch? Du meinst doch hier um die Ecke. Ich hab gesagt, ist schon ein bisschen weiter weg, aber... Ist alles gut. Hier kommen gleich Drachen, alles gut. Bisschen ist ein bisschen. Hier ist von Armada. Wie Armada? Ach, geht nicht. Egal. Moment. Ach, Armada. Was denn? Ich kann's kaputt machen. Sven, okay, ja, bestimmt, hoffentlich. So. Boah, die Beete bleiben auf jeden Fall aktiv. Ich sehe schon das Ding, das ist bleibt. Auch kaputt machen. Ja, Terra wird aber nicht. Oh, bist du schwach? Sind unten die Schränke weg. Oh. Hey, jetzt geht's noch. Okay, egal. So, weiter. Jetzt müsst ihr gleich die Augen offen halten, okay? Nach was? Nach Drachen. Ich bevorzuge die Variante Lauf. Sag ich ja. Siehst du da? Alarm! Ein Babydrache. Also Alarm! Ja, der Lauf. Fähig ist von dir angezündet worden, ne? Renn einfach. Renn. Ich bin beschossen, ich werde beschossen noch die ganze Zeit. Ja, komm einfach, spring einfach. Der oder Raptor so. Ist fast tot. Ja, spring oder so. Das war. Dann nehmen Hoffnung. Wir vielleicht doch die sichere Variante und nehmen den Strand. Ja. Wo genau wollt ihr eigentlich hin? Wir ja, er will uns den Rex-Spot zeigen, den guten. Ich war dreimal da und da war ein 164er und zweimal 156 und noch. Einmal 176er auf einem Alter, Bild. Also Chitin haben wir wirklich genug. Aber lieber, wollen wir lieber statt Flak Chitin-Rüstung anziehen? Ja, bitte, die sieht schöner aus. Wir wollten einen Stego tamen. Ich bin hier drüben. Ach, willst du mich verarschen? Da komm ich gerade her. Achso, nee, ihr seid richtig, sorry. Sag mal, ich schau mal 5-6 Mal in die Rüstungskiste, weil ich mache mir eine Chitin-Rüstung. Flak ist mir zu verschwenderisch. Au, au, au. Hat auch 50. Jetzt komm weiter. Ja, ich bin ein bisschen langsam, boah, das ist eine Motte. Ignoriere sie. Okay, vielleicht. Ja, oh, da oben ist irgendwas. Da oben steht eine Ölpumpe. Lass mal gucken gehen. Ja, Base. Warte. Renn jetzt nicht rein. Das ist doch keine Base, das ist eine Ölpumpe. Von Ardes. Guck mal, eine Base. Nein, das ist eine Ölpumpe. Gehört zu einer Base. Das ist keine Base für mich. Fähigchen vielleicht noch ein bisschen Force-Feeden? Für uns auch nicht. Geht das? Ja. Ich denke schon. Also halt so wie immer. Und baut jemand hier hin? Ja, ist doch Ruhe. Oh, ich du, wie weit ist noch bis zu deinem Rex-Spot? Ein bisschen. Ja, was heißt ein bisschen? Einmal um die Rachenschlucht herum und dann sind wir da. Hi. Ja, ist nett, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde nur mit ja, Laufen genau. beschäftigt sind. Nein. Es ist echt jetzt hier um die Ecke. Hey, Ende. Guck mal auf die Karte, ja. Eine Rechtskurve. Ich bin so cool. Also ihr seht, geradeaus seht ihr das Drachenling, dann müssen wir einmal dran vorbei. Und dann sind wir da. Dann zurück. Das macht keinen Sinn. Da, mein Raptor hat wieder... Doch, mit dem Teleporter. Ja, aber der Teleporter muss abgerissen werden, weil wir brauchen den. Warte, ja, macht mir die Karte auf von euch. Warte, ja, was denn? Oh. Ich muss mal den nächsten Teleporter in der Gegend suchen. Also, wo sind wir gerade? Wir sind bei links unten. 74 links, ja. Für 34. Ich habe eine Frage, soll ich mir mal ein kleines Tier mal schnappen und mal gucken, ob ich vielleicht ein Schwein zu uns locken kann? Ja. Weil ein Heelschwein wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Nee. Weil, okay, das frisst uns die Haare vom Kopf, aber... 67:30 gibt's ein Teleporter. Das wird weit weg von hier? Nein, geht. Rechts rum noch ein Stück die gut, Fähchen leiter. Okay, dann können wir weiter. Abhängig oder was? Ja, genau. Ich dachte, Jason wollte jetzt zu seinem Rexpot. Ach so, ja. Dachte ich auch. Ja, Jetzt oder zum Zurück. Oder zum Zurück. Dann sind wir gleich alle tot. Und oder ich denke nicht. Noch mindestens eine Stunde oder so. Nee, mit dahin laufen, dann finden wir nichts.
Also zurück. Ja. Dann gehen wir wo lieber in den Dschungel und kloppen uns mit ein paar Tribes. Seid ihr? Strand, Halbmondstrand. Ah, da. Genau, hier. Guck mal, hier liegen hinten ein paar kleine Dodos für Fleisch. Ich schau mir mal die Schildkröten an. 168 männlich. Wir brauchen keine Schildkröten. Mann. Wir brauchen Stegos. Er ist ein Boot. Ohne Stegos läuft weg. Ja, aber es ist unbemannt. Der da sind Stegos, da sind Stegos. Ja, sag ich ja. Na, 72. 180er Diplo. Ah, oh, ne, der ist ja anwachsen. 114 weiblicher Stego. Mitnehmen. Da ist noch ein Stego. 108, ne? Der hier. Warte mal, ich wollte gucken wegen Teleporter. Der müsste hier in der Nähe sein. Was hat der? Die. Oh. Bäume. Der Stego hier ist 108. Da haben wir ja gehabt. So, den 72er killen die beiden anderen Tame, würde ich fast sagen. Nee, doch nicht. Bitte mal den Pegamastax hier killen. Ich habe kein wirkliches Dino. Natürlich ist der 114. Alter, also wenn Bugs uns jetzt zuguckt, ne? Der lacht sich schlapp. Ja. Drei Leute. Das ist ein Boah, ich hab's gekriegt. Ah, meine Munition. Ja, die möchte ich gerne wieder haben. Nö, guck's nicht. Doch. Ex, hergeben. Musst du dir abholen? Ja, gut. Okay, mit was fahren wir an? Also der rote hier ist ein bisschen abseits, den können wir alleine. Ja, rot-schwarz nehmen wir, okay. Ja, dann ziehen wir den ein Stück weg, ne? Ja, aber der andere ist der höherlevelige, der 114er. Ja, wir nehmen halt beide. Wir fangen einfach mit dem Low-Level an, also den kleineren von den beiden. Das werden wir. Ja, Jason, du hast doch hoffentlich jetzt auch Narkozeugs dabei. Hört sich in den Sommer, Jason. Ich bin conscious, ich brauch was zu essen. Lalalalalala. Okay, ich blende mich. Jason, wenn du kein Ding hast. Geräusche nicht. Weiß ich nicht. Nichts. Jason, geh bitte rechts den Strand entlang und guck, wo der Teleporter ist. Der muss hier in der Nähe sein. Also, Jason, hast du mich gehört? Ja, habe ich. Und nein, habe ich nicht. Nee, wenn da, dann geh den Strand entlang und such den Teleporter. Hier ist ein Stego von Die Zerstörer. Ja, dann zerstör es. Ignoriere ihn erstmal. Und hier ist eine Base. Ignoriere beides erstmal. Und vor allen Dingen den Stego nicht killen gerade. Okay. Sonst haben wir gleich Besuch. Haben wir so oder so? Nö, nicht unbedingt. Ich denke schon, da war gerade jemand mit dem Reh. Ja, ist er zu uns gekommen? Die Richtung. Ja, dann lock ihn in die andere Richtung. Hier ist ein Rex, ich bin schon weg. Ja, aber wenn der in unsere Richtung kommt, dann lock ihn mal in eine andere. Ich treffe gerade nicht mehr, ich krieg keinen Hitmarker mehr. Russ lägt einfach nur okay, wieder. Okay, ich hab. Ich bin jetzt den Strand weiter. Oh, da oben ist schon wieder eine Base. Hier sind mega viele Basen. Nochmal von Zerstörer. In welchem Gebiet seid ihr? In der Wüste. In dem neuen. Echt jetzt? Ja. Wenn hier rum. Wir hatten drüber geredet, aber das abgeschrieben, weil das eigentlich zu weit ab vom Schuss ist. Ja, du merkst, dass wir Basen hier sind. Leute, ihr müsst den Stego auch skillen, damit er sein Leben bekommt, ne? Oh, da ist ein Rex. Das hattest du schon erwähnt. Oh, der ist 72. Ich hab hier gerade noch einen Teleport geguckt, aber hier ist keiner. Ja, das sind auch noch Raptoren. Ja, der... Soll ich mal nach dem Level gucken? Level ist 24. Oh Gott. Was ist? Ja, hat irgendwie was zum Beschießen von einem Rex dabei? 60 und das war ja Raptor, warum? Naja. Also ich hab den Sniper. Zum Töten? Ja. Guck dir mal an, wo der
Stego gerade ist und wo der Rex ist. An den Rex gehen und Dinge und einfach weg. Ja, der klappt sich gerade noch mit 5 anderen Stegos. Okay. Boah. Guckt aber, dass der rote Stego nicht zu mir kommt. Der kommt gerade zu, das ist auch gut so. Ach so, du meinst. Ich schieße auf den Rex. Ja. Fliegt. Also, logischerweise nicht der Rex. Jason, du hast doch gern, ne? Ich hab Jason Bären. Da ist ein gelber Tropf mit Ring. Ich hab Bären, glaube ich. Ja, dann schmeiß mal rein. Wo liegt der Stego? Da hinten. Das Pferd hat kaum noch Nahrung, haben wir irgendwo Bären? Ich denke, ich sehe gerade nichts. Patchy. Ja, dann. Links. Ach, da. Ja, was? Ah. Wie viele Betäubungspfeile habt ihr noch jeweils? 42, aber ich habe noch zu machen wieder dabei. Genug Scheiße drin. Ich habe keine mehr. Ich hatte noch nie welche. Oder? Der Rex hat gleich nichts mehr zum Futtern. Ach, Scheiße, der gelbe Tropfen zurück. Ich hab welche reingetan, aber da steht jetzt Nahrung ins Inventar. Ja, vielleicht den ich die ganze Zeit anschließen. Ja, warte, wenn der die ganze Zeit frisst, dann stirbt er auch nie. Hielt sich ja dabei die ganze Zeit wieder voll. Was dann denn da? Einfach fernbleiben. Ja, okay. Komm grad zu uns, das ist ein bisschen schwierig. Ja, beobachte du den mal. Ich mach schon. Okay. Oh, er kommt. Kommt nicht. So. Ah, ich zerleg Fleisch. Ui, es regnet. Wo war hier der nächste, die Base von den ist anderen? Ist ja der Wahnsinn. Warte, ich führe dich hin. Wo bist du? Ja, ich bin dabei in Rex zu locken. Ich möchte nicht reinlaufen in Turrets oder so. Es hatte sogar nochmal der Teleporter bei 35, 67, oder? Ich fühle mich leicht von verarscht. Also wo bist du? Andersrum. Ich der bin Brunnen jetzt wieder gefüllt? Nein. Oder zeige ich jetzt? Nein, ist jetzt egal. Okay. Ich hab's schon erledigt. Ich hab's inzwischen selber gefunden. So. So, der, Peter sieht aber gut aus, wie es aussieht, oder? Ja, haben ein bisschen sich gefüllt. Ja. Pflanzen wachsen auch weiter. Bin 70, ich ja zufrieden. 30 war der. Nee, hä? Nichts, warte. Aber sind die anderen Beete jetzt auch wenigstens ein bisschen? 70, 30 müssen auch noch mal schneiden. Dann kann ich da jetzt auch schon was einfüllen. Außer er steht nicht direkt 67, am Stand, sondern 30. Boah! Was ein Leck, ey! Dann müssen wir ein Stück zurück und ein Stück ins Landesinnere. Wenn wir den Stego noch nie nach Hause porten müssen, können wir uns dann nicht, wenn der Stego zu Hause ist, zum Public-Teleport und dann zurück und gucken, wo der war. Saru, die stellen nochmal den Teleporter. Einer von uns portet sich schnell dorthin und kommt dann wieder hierher. Und ist dann tot. Ja, gut. Ne, warte mal. Der Stego wird nicht mitgeportet, ne? Nein. Wer will das jetzt machen? Wenn es jemand macht, dann muss ich es wohl tun. Ja, du hast keinen Taming dabei. Dabei. Den 67, 30 für den Teleporter. 67, 30, da. Im Paras ja nur auf Leben. Ja. Und dann gleich an den Strand. Das ist tatsächlich nicht weit weg. Und okay, vielleicht ein bisschen doch weit weg. Naja, du, wir haben hier nur 2-3 schnelle Tiere. Wurde es verreckt? Okay. Ja. Komm einfach jetzt zurück an den Alpenstrand. Ja, ist auch nicht, okay. Echt nicht. Wieso ist Bulle verreckt? Hab einen AFK rumliegen sehen. Achso, wollten wir den anderen jetzt auch machen? So ist der AFK. Welchen? Anderen Tame. Oh, hier ist ein Stego. Ist der sauer wegen der Aktion mit dem Ding, mit dem Galli oder was? Oder hat er gesagt, der muss weg? Keine Ahnung. Ich hab nichts mitbekommen. Ich tu mal sein Ding, ich tu mal seinen Stuff alles in die Smithy unten rein. Verschwindet das wieder.
Ich guck mal. Welcher Stego war jetzt der richtige? Nee, nicht der blaue, ich glaube der andere. Ach, das war der blaue. Okay, die sind beide blau. Also der, wo du dran stehst, ne? Einfach jetzt, also ich bin jetzt von da oben gekommen. Da oben steht der Teleporter. Sehr schön, das ist nicht. Das ist super, das ist nicht weit weg. Ja, ich hab nicht mal wieder gesagt. Triffst du dich selber? Ich hab daneben geschlagen. Auf dich selber zu schlagen. Das ist gerade richtig gut. Ich hab dieses Mal nicht gut, getroffen. Also. Stimmt, das ist eine Verbesserung. Das trifft es nur noch sich selber. Ja, oder gar nicht mehr, ne? Pimpi ist auf dem Weg. Yay. Ja, aber ich bin zumindest keine allgemeine Gefährdung für andere. Ente? Hast du irgendwas mitbekommen wegen Pole? Wegen was? Nee, Pole. Ja, Pole ist gerade in der Base gestorben, er war angeblich AFK rumgestanden. Warte mal, lass ihn mal ein bisschen zum anderen locken. Danke, du hast mich getroffen. Ich hab dich. Also was mit Pole ist, keine Ahnung. Der ist seit 42 Minuten im TS nicht mehr. Was? Nee, oder? Ja, klick dir nochmal an. Danach. Der Stegui ist bei der Hälfte. Hey, lauf. Ja. Der Fertilizer hat gerade so gereicht, um alle Beete zu befüllen. Nice. Muss halt nur noch voll werden. Achsen meine ich doch. So, also ich habe jetzt mal ein paar Turrets gemacht, wenn mir da jemand gleich helfen könnte, die zu stellen. Ja, könnte man tun. Wo willst du die hinstellen? Überall. Ja, auf die Base ist klar, aber ich denke mal, wir müssen außenrum auch was hinmachen, falls sich jemand hochgrabbelt oder sonst was. Warum? Auf dem Parazier. Parazier machen wir Ding. Machen wir wahrscheinlich dann als nächstes nach der Base, oder? Also ihr könnt jetzt auch den Para schon mal vollklatschen, wenn ihr unbedingt wollt. Kriegt noch genug. Ich würde erstmal die Base aber vollklatschen. Ja, zum Glück habe ich noch den zweiten. Ich habe vorhin noch den zweiten, den dritten Paprikator aktiviert. So. Jason, hast du Bären? Hast du Bären einstecken? Ja, habe ich. Machst den zweiten Stego mal rein. Wo ist der? Ein Tick weiter, wo der andere war. Sag mir aber Bescheid, besser gesagt, sag allen Bescheid. Oh nein, du hast die Dinger schon hergestellt. Welche Dinger? Keine, die, ich würde aber trotzdem sagen, Turrets, weil die geben einen Haufen EP. Das hatte ich so erwartet, also das hatte ich so geplant. Sorry. Ich hab keine Bären mehr. Wir hätten jetzt den Paraseer wahrscheinlich brutal hochhauen können. Na, da kommen nochmal brutal viele Jungs, lass mich die Türen. Da sagst du dann bitte Bescheid. Mir fehlen noch drei Level, dann können wir Shock. Achso, die fehlen noch drei. Wegen Shocking Guards. Dann machen wir Rex und Ding und Paraseer. War dann noch. Lass mal schauen wegen Shocking Guards. Pole, was war mit dir? Mein Internet war ein bisschen schlecht und ich habe das gerade versucht zu fixen, weil ich hatte die ganze Zeit einen 200er Ping. Ich habe dein Eigentum habe ich unten in die unten stehende Smitty eben rein. Weil du bist gestorben. Okay, danke dir. Jo. Muss das aus den anderen Stego entfernen. Ja, okay. War da genau gemacht. Mein Internet ist ja nicht abgeschmiert, oder? Nee, abgeschmiert, ne? Du warst in-game, bist aber in der Base eben verreckt. Okay. Wahrscheinlich durch Hunger. Wie sieht's aus? Metall schmilzt überall, oder? Ja, so leidlich. Brauchen wir einen neuen Galli? Hier ist noch ein 114er. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt. Fang ich mal wieder an aufzusammeln. Aufhalten. Guck mal ein bisschen nach unten. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt das Parazier. Welches Level die Stegos? 114 und 108. High Level wäre nicht schlecht. Rex fehlt noch High Level und natürlich Stego. Haben wir doch einen High Level Rex mit 30. Ja, aber nur ein. Ja, das Problem ist, würde man sich draufsetzen, wenn man craftet, dann wäre der wahrscheinlich schon bei 60.000 Leben. Ja, also, wahrscheinlich. Ich habe Alpha Raptor mit denen gegeben. Die Sache ist halt nur das Ding. Gedacht. Wie lange hockst du jetzt schon auf dem Paraseer? 5 Minuten. Okay, dann hast du wahrscheinlich die Schulz nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass auf einmal XP gab, wie verrückt, dann bin ich draufgesprungen. Okay. Lattes Metall, was ich gerade aus den ganzen Sachen. Ich brauche auf jeden Fall normales Fleisch für den Ding, einfach für den Rex. In den Fabricator rein, ja. Ne?
Ich gehe mal schnell in die Base und bring dir mal das vergammelte Fleisch vorbei, dass ich warte mal, guck mal in den Paraset, da ist auch noch was drin. Wie spät ist das eigentlich? 17:36. Ja, okay. 300 jetzt? 350? Perfekt. Alter, die Fortes haben sich so krass gelohnt, Mann. Ganz ehrlich, gerade aufgrund dessen, dass es halt so eine Phase kommt, wo man im Endeffekt nichts mehr nützt, wenn man was weiter verarbeitet, ja, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Na, es nützt dann immer noch was, aber nur für 2 Stunden. Besser, wenn wir mal in den Sumpf gehen, vielleicht gibt's da ja noch Spinos oder sowas. Berittener Saber. Oh, oh. Wo? Bei uns. Eh schneller als der. Irgendwie höre ich die ganze Zeit über Rittner selber, Berittener Saber, Berittener Saber. Hier ist noch ein neuer Rex. Ja. Ich tu mal den Rex Force Field. 108er Weibchen. Teleporter. Willst du mal wieder vorbeikommen? Ja, nimm mit. Rex mit. Kann ich nicht, da ist gerade ein Saber. Ja, ich tu das Zeug schnell in den Rex rein. Sarudi, du musst den Teleporter. Einer zu schnell. Da ist ein 108er, die sind bei mir, die beiden. Okay, sag an, welchen Teleporter. Teleporter steht, unbenannt. Scheiße, wo ist der Teleporter? Ach, da. Das ist meine unterste. Naja, nee. Ich meine unseren. Ach so. Okay, der Saber ist weg, wir können den Rex sehen. Ja, das ist. Das ist der Weiße. Den sehen wir auch, den anderen. Ja, bestimmt. Warte noch, Telak. Ich komm grad mit dem einen Stego, der geht nämlich gleich jetzt durch. Mach Unfollow. Okay, und jetzt hauen weg. Sei, du willst doch hier bleiben, um beachtet zu stellen. So genau, ja, kurz Wache wäre gut. In die Richtung musst du dann gehen. Vielleicht bleibt er sogar eher einen Tick hinten. Der hat jetzt gerade nur die uns drei Schnellen gesehen. Die kommen wahrscheinlich gleich mit 2-3 Leuten an. Hier ist soll ich mich ein bisschen verstecken? Ja. Von wo kamen sie denn? Guck mal nach dem Stego. Das ist genau in die Richtung, wo der drückt. Und wenn der Stego, guck mal danach. Das werden wir machen, und dann haben wir noch einen zweiten mittelmäßig. Der ist sogar, hat danach genauso viel Level wahrscheinlich wie der andere, weil der einen scheiß Taming-Effekt hat. Wie viele Pfeile hast du noch, Feechen? Ich habe nur noch 24 und keiner konnte ich mehr. Nein, ich habe keine Taming-Pfeile. Ja. Gut, dann bleibt ihr beide kurz hier, ne? Ach, da ist der Base. Okay. Also ja, unten liegen nochmal 4000 Ingots. Ich hinkomme. Lol, die haben ja noch gar nichts, die Typen. Was? Ah, da ist ein getamter Stego. Ja, aber das ist von der Base, die da steht. Nein, ich hab schon gesehen, dass das Ding. Ich will töten ihn dann, wenn er Ding, wenn wir abhauen. Ja. Beim Teleporter. Da ist ein Rex! Der Snipe. Ja. Bei unserem Teleporter oder wo? Ja. Ja, beritten. Und da sind selber. Ja. Leute, macht den Turret-Paraser ready. Der hat mich angeschossen, die dumme Sau. Ich sniper ja auch. Vielleicht treffe ich nicht so gut wie der. Jetzt kommt er. Okay, komm her. Bastian, der. Weißt du, wie man den Turret-Paraser gebaut haben will? Ja, einfach, mach den Ding, jag den, Typen auf dem, Teddy!